Moin Moin meine Aktienfreunde und herzlich willkommen. Ich freue mich, denn hier kommt... Ja. Oh ja, willst du auch mal zugreifen? Möchtest du auch mal reingreifen in die kleinen Mini-Frühlingsrollen? Aber ich sage euch ehrlich, das sind keine kleinen Frühlingsrollen, Digga, das ist riesig. Also, ne? Verstehst du von alleine, das ist riesig. Oh, Bro, zieh dir das mal rein, Alter. Mit Gurke und Paprika. Das werde ich mir jetzt hier ganz genüsslich reinpfeifen. Erdnuss und Sesamsoße. Oh, das werde ich mir so fett reinschmatzen, Digga. Und ich weiß ganz genau, der eine oder andere von euch hat auch gerade was richtig Geiles zum Mampfen am Start. Und dazu gibt es noch einen eisgekühlten Arctic-Eis, Digga. Den werde ich mir so schmecken lassen. Hoffe, euch geht's gut. Ich habe richtig gute Laune und ich habe auch richtig Bock, mir das Video jetzt reinzuziehen. Und fett abzuschmatzen, Digga. Wir ziehen uns rein. Die Nordreportage Nummer 3. Ich glaube, zwei Teile haben wir bis jetzt geguckt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock. So. Das habe ich in ihrem BH aufgefunden. Guten Appetit an alle, die Crack. Essen. Das sind Lasst Betäubungsmittel, die verboten sind. Ich wollte Sie darauf hinweisen, dass Sie im absoluten Park- und Halteverbot stehen und dass Sie bitte weiterfahren. Das ist Ihre Aufgabe als Polizist, hä? Ja. Ich glaube, ich beende den Spaß mal, okay? Mach mal. Jetzt. Ich liebe diese Reihe einfach. Das Kind hinten nicht angeschnallt, Niklas. Ja, okay. Komplett einfach nur hinten reingesetzt. Das ist wirklich scheiße. Hotspot Hamburger Hauptbahnhof. 150.000 Straftaten im vergangenen Jahr. Susi und Lukas laufen im Revier Streife. 7 Uhr. Oh, schnell die Drogen wegstecken. Einer hatte letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass der Zaun, der um diesen Drogen-Hotspot gebaut worden ist, dazu diente, dass die Leute nicht auf die Bahngleise laufen. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hast du was in den Taschen, an denen ich mich verletzen könnte? Das Messer hier habe ich gesehen in der Tasche. Ne? Wenn du da hingreifst, werde ich ungemütlich. Und irgendwelche gefährlichen Sachen dabei? Messer, Spritzen, Schere? Wie bitte? Weißt du nicht. Muss man doch wissen. Gut. Okidoki. Ebenfalls Aufenthaltsverbot. Noch bis 7. Bis dann. Vergiss deine Decke nicht. Decke, genau. Tschüss. Ciao. Crack macht hier ein Drittel der Drogendelikte aus. Ich stelle irgendwie vermehrt fest in den Personenkontrollen, dass die Leute auch wieder Spritzen dabei haben, die sie dann meistens für Heroin nutzen. Das ist wirklich für uns nicht so gut, weil dadurch natürlich noch eine größere Gefahr ist, wenn wir in die Taschen schauen, um zum Beispiel nach Ausweisen zu suchen oder ähnliches, dass wir einfach in eine dreckige Spritze greifen. Auf dem Steindamm schauen sie genau hin, auch bei Kleinigkeiten. Hat er das da gerade? Ja, als Polizist ist natürlich das Letzte, was du machen möchtest bei einer Drogenkontrolle, in eine Tasche fassen und da ist eine Spritze und die piekst dich, ne? Ansteckende Krankheiten und ähnliches, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Hingekippt? Ja, das habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Machen Sie das gleich weg? Ja, machen Sie genau, gleich sauber, sonst. Ne? Sehr gut. Guten Morgen, Sachen packen, los geht's. Da bin ich mir jetzt mal gespannt. Viele der Drogensüchtigen im Viertel sind obdachlos, schlafen in Hauseingängen. Auf hier irgendwas wegzuschmeißen. Ja, vorhin, ja. Ja, vorhin. Und warum hast du deine Hand weggezogen? Ja, weil sie das einfach so gegriffen hat. Gar nichts hab ich. Es geht um diese Crackpfeife. Also grundsätzlich nicht in Hauseingängen. Das ist scheiße für die Anwohner, ja? Im Stadtteil St. Georg ist Prostitution verboten. Moin, eine Personenkontrolle. Haben Sie Ausweise dabei? Sieht jetzt gerade so aus, als wenn Sie hier zusammen weggehen, um irgendwie ein paar nette Minuten miteinander zu verbringen. Ich weise Sie mal sicherheitshalber darauf hin, dass das Ganze 200 Euro kostet. Jetzt habe ich Sie darauf hingewiesen. Was, das oder der Verstoß? Spaß. Wenn Sie jetzt so angetroffen werden entsprechend, werfe ich Ihnen einen Vorsatz vor, dann wird das doppelt so teuer. Alle paar Stunden brauchen Süchtige die nächste Dosis. Das machen sich vermehrt potenzielle Freier zunutze. Wir sind doch befreundet, wer passiert damit? Okay, das ist aber nett, dass Sie dann so früh aufstehen. Susi muss dem Mann glauben, es fehlen die Beweise. Weiter geht's Richtung Hansaplatz. Einmal aufstehen bitte, einmal bitte nicht da reinfassen, ja? Prostitution ist wirklich, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn du so von der Droge erkrankt bist, dass du deinen Körper versorgst mit diesen Drogen, indem du Geld verdienst, wenn du mit fremden Männern oder Frauen schläfst. Kein Disrespekt oder hinter jeder Person steckt eine Geschichte, ein Schicksal. Aber das
finde ich unfassbar schlimm und erniedrigend und auch ekelig, wenn ich mir vorstelle, dass ein Mann oder eine Frau das macht. Ich möchte nicht, dass du da reinfährst. Hör auf, da reinzufassen. Ich weiß nicht, was du da drin hast. So, komm hoch. Ja, das heißt, dass du entweder nicht zu einer Verhandlung erschienen bist oder deine Post nicht bekommen hast, einen Strafbefehl bekommen hast. Irgendwie ist dir nichts bekannt? Nee. Okay, melde dich einfach mal, Sievekingsplatz bei der Staatsanwaltschaft. Hast du einen festen Wohnsitz? Tschüss. Nun kommt noch eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Crack dazu. Hatte sie noch was in den Taschen? Das habe ich in ihrem BH aufgefunden. Das ist Crack, das sind Betäubungsmittel, die verboten sind. Und die sind jetzt als, ja, wenn man es richtig nennt, als Einziehungsgegenstand haben wir das beschlagnahmt. Meine Apotheke vorbeizugehen, oben am Steintor, am Steintorplatz. Ja, jetzt müssen wir einmal hoch, nochmal zum Steintorplatz zur Apotheke, weil das gab es eine Beschwerdelage, zu viele Betäubungskonsumenten, die da rumwabern. Und dann müssen wir nochmal. Für euch sind solche Dokumentationen einfach auch nochmal wichtig, auch das sich anzugucken und zu realisieren, was diese Drogen mit euch machen können. Ich bin jetzt nicht der klassische Kandidat, der sagt, Marihuana ist eine Einstiegsdroge. Das ist Schwachsinn. Durch reinen Marihuana-Konsum werdet ihr dann nicht auf den Straßen pennen. Das ist ja klar. Aber diese ganzen harten Drogen, für mich ist Marihuana, die rein vor Marihuana, keine harte Droge. Ist das beste Beispiel für euch, die Finger davon zu lassen. Abstand von Alkohol, Abstand von Kokain, Abstand von Heroin, Abstand von allen anderen harten Drogen, das ist wirklich Teufelszeug. Mal einmal durchwirbeln. Eutin, Sitz der Einsatzhundertschaft. Die fährt heute zu einer Übung. Das Szenario, eine Batteriefabrik wird gebaut. Der Bauleiter muss durch den Wald voller Demonstranten. Die werden von Kollegen gespielt. Was ist denn jetzt Ihr Anliegen? Sie halten sich ja hier auf einer öffentlichen Straße auf, die wir freizuhalten haben. Und deswegen werden wir mal gucken, wie wir jetzt weiter verfahren. Versammlungsbehörde ist noch nicht vor Ort. Wir klären jetzt, ob Ihre Versammlung hier stattfinden kann oder nicht und in welcher Form. Und dann werden wir uns nochmal mit Ihnen kurzschließen und hoffen auf Kooperation. Wir haben die Pflicht, sich in Richtung Obsthof zu entfernen. Dort auf die linke Seite, auf den Parkplatz. Das wird Ihre Entwicklungsrichtung sein. Die Polizeikette drängt die Demonstranten zurück Richtung Straße. Was stand da? Ihr seid gut bezahlte Hooligan. Oh Gott. Ja, wenn deine Mutter entführt wird oder deine Oma vermisst ist, weil sie dement ist, dann können die gut bezahlten Hooligans dir dabei helfen, sie wiederzufinden. Also solche Plakate sind so dumm. Meine Fresse. Die Polizeikette drängt die Demonstranten zurück Richtung Straße. Heute üben 92 Polizisten aus der Einsatzhundertschaft Personen zu schützen und nicht genehmigte Demonstrationen aufzulösen. Ach, das ist eine Übung? Ist das eine Übung, oder was? Huch. Die Straße ist geräumt. Der Bauleiter kann kommen. War das jetzt eine Übung oder nicht? Ich habe es jetzt gerade nicht so mitbekommen. Aber also, das Plakat war unabhängig davon trotzdem Schwachsinn. Nicht so wie alle anderen. Wir haben hier Störer, die wir mitbekommen haben. Deswegen ist das Sinnvollste. Wir halten uns an den Abläufpläne. Dann weiß jeder, was er zu dem Thema komplett bleibt. Okay, dann sagen Sie uns Bescheid, wann wir hier losgehen können. Aber so ist es sowas von. Okay, gut. Okay, verstanden. Ist das jetzt eine Übung oder nicht? Ich check's immer noch nicht. Aber Ihr Chef hat gesagt, wir können jetzt hier durch. Jetzt warten Sie wieder so lange, bis alle Störer hier vor Ort sind. Wir warten kurz. Wir verlängern die Kette. Sie geht zurück. Das nächste Szenario. Überraschend kommen weitere Demonstranten aus dem Wald. Zieh mal weiter davor. Parolen und Gepöbel sollen die Einsatzkräfte ablenken. Das Ganze soll so echt wie möglich wirken. Jetzt sagen wir hier! Kannst du doch gar nicht! Genau wie die nächste Situation. Ein Polizist verletzt sich. Was hast du? Ah, mein Bein! Bin umgeknickt! Wo ist dein Turn? Ist dein echter Turnkey? Ich bin umgeknickt! Ist das dein echter Turnkey?
Die Kollegen müssen dafür sorgen, dass der Verletzte schnell medizinisch versorgt wird. Es ist so Glück, dass der Graben hier zwischen uns ist, ey. Das würde ich hier völlig eskalieren. Bei solchen Übungen wird auch der Umgang mit Wasserwerfern. Sonst würde ich hier völlig... Das hat mich gerade an diese eine Situation erinnert. Und ganz froh sein, dass mein Kollege mich zurückhält. Das will ich hier komplett... Naja, das war gerade ein Lachkick. Oh ja. Stößchen auf die Möschen. Zur Mitte, zum Sack. Nee. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack und zack. Oh, geil. Und sogenannten Sonderwagen trainiert. Hey, was macht ihr denn mit dem? Eine Lageinfo. Wer hat ihn mit hergebracht? Was ist mit ihm? Er ist umgeknickt am Baum, ist dann auf sein anderes Bein mitgefallen, kann nicht gehen, gar nicht gehen und ein Bein sagt, er ist durch. Verstanden. Auf Ernst oder auf Übung? So, jetzt wieder zurück zur Realität. Aber ist natürlich auch wichtig, dass die Polizisten das so ein bisschen üben. Macht jetzt erstmal für uns so den Eindruck, lustig. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und Übung macht den Meister. Hannover. Eine Sondereinheit der Polizei jagt hier in Zivil sogenannte Autoposer, die absichtlich zu laut durch die Stadt fahren. Oh, die Thematik hatten wir ja schon mal. Da möchte ich noch mal ganz kurz was zu sagen, weil einige, ich lese ja gerne auch die Kommentare, wenn sie sachlich oder korrekt sind, ist ja egal, aber so stumpfe Beleidigungen werden natürlich gebannt. Es ging mir nicht in der letzten Folge darum, zu sagen, was regen sich die Leute denn auf, weil einige in die Kommentare geschrieben haben, ja, dann fahre ich mal bei Monte nachts vorbei und lass den Motor aufjaulen. Es ging mir nie im Verhältnis darum, dass es um nachts geht oder ähnliches. Aber tagsüber ist natürlich in einer Innenstadt oder zum späteren Abend, 19, 20, 21, 22 Uhr, whatever, ist natürlich in der Großstadt immer noch mal ein bisschen lauter. Das kann man ja nicht relativieren, damit zu sagen, in einer kleinen Seitengasse, wo ich wohne, da dann längst zu fahren, den Maul aufjaulen zu lassen, den Motor aufjaulen zu lassen. Da muss man schon ein bisschen differenzieren können. Es geht mir nicht darum, dass ich auf das Recht beharre, dass Leute mit ihren Autos Lautstärke verursachen können, überall da, wo sie wollen und wo sie Bock haben. Es ging jetzt speziell um eine Großstadt, die an für sich immer schon sehr laut ist. Und natürlich, ey, Also ich persönlich kann es natürlich verstehen, dass wenn die Polizei jemanden rauszieht um 2 Uhr in der Nacht oder 0 Uhr Mitternacht, whatever, der in der Innenstadt dumm rumfährt und den Motor aufjauen lässt, ja, da habe ich natürlich auch für Verständnis, ne? Auspuff fängt er auch runter, ne? Mal gucken. Die Beamten Christian und Miklas sind für Tuning- und Autoposerdelikte besonders. Aber da kann man fast schon eher so greifen, so dieses typische Nachtruhegesetz. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zeiten sind, aber ab 22 Uhr oder so ist Lautstärke zu reduzieren und Rücksicht zu nehmen auf die Mitmenschen. Und ich finde, das Gleiche kann man auch zum Beispiel bei Autos, also vielleicht seht ihr es anders, aber bei Autos auch so sagen. Normal wäre ich auch abgefuckt, auch wenn ich in der Stadt wohne. Wenn ich um irgendwie 23 Uhr im Bett liege und draußen fahren 5 Lamborghinis die ganze Zeit im Kreis. Aber wenn die da tagsüber fahren, wo es sowieso in der Stadt sowieso noch lauter ist, weil viel mehr Menschen da unterwegs sind, LKWs und, dann hält sich mein Verständnis dafür, dass die Jungs dann die Leute rausziehen, eher in Grenzen. In der Nacht habe ich vollstes Verständnis dafür. Oder am späteren Abend. Ist geschult. Sportlicher Sound. Ich wollte gerade sagen, also das hängt auch da komplett runter, ne? Ja. Ist das sogar offen? Könnte gut sein, ja. Ich glaube, ich beende den Spaß mal, okay? Mach mal. Jetzt. Eine Verkehrskontrolle. Einmal den Führerschein, Fahrzeugschein. Ja, wenn, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das da, der Endkatalysator oder der Topf, der da unterhängt. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Sachen heißen beim Auto. Ja, morgen trotzdem angefangen, Lehrer als Industriemechatroniker, Kfz-Mechatroniker, sorry, aber nur 4 Monate. Wie hieß denn das nochmal? Naja, wenn da ein Loch drin ist, dann sind die Autos echt extrem laut, ne? Machen Sie einmal die Tür hinten auf. Ich mach mal kurz einmal hinten die Tür auf, ja, weil ich mal gucken, wie die Kinder angeschnallt sind, okay? Ja. Haben wir fast gedacht. Das Kind hinten nicht angeschnallt, Niklas. Ja, okay. Komplett einfach nur hinten reingesetzt. Okay. Ja, das ist unverantwortungslos. Also, das geht gar nicht. So, wenn man selber für sich als Erwachsener auch nicht cool, weil Gurt rettet Leben, aber die Kinder hinten einfach so reinzuschmeißen, unangeschnallt. Da reicht ja eine kleine Bremsung bei 20, 30 km/h und das Kind hat schwerste Verletzung. Auspuff, warum so laut? Meister sagt, andere Woche kommt. Der Fahrer gibt an, in ein paar Tagen einen Werkstatt. Meister sagt, ja. Termin wegen des lauten Auspuffs zu haben.
Miklas prüft nach und dokumentiert den Schaden. Hier auf der Seite, ne? Ja. Wissen Sie wahrscheinlich selber, ja, ne? Das Meister sagt, dass hier mal schneiden, dass immer Seite aus neu kommt. Genau, genau. Ne? Ist sehr laut, das Auto. Ja. Man sieht hier erhebliche Beschädigungen am Endtopf. Quasi ist er auf der Seite hier komplett geöffnet. Das heißt, er hat auch eine sehr stark eingeschränkte Wirkung. Das wird die Lautstärke verursachen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass noch weitere Manipulationen am Abgasstrang vorgenommen wurden. So, einmal die Sachen zurück. Das ist einfach ein Defekt, ne? Muss er beheben und jalla. Und dann bekommen Sie in den nächsten Wochen Post. Einmal wegen dem Kind, das nicht angeschnallt war. Und einmal wegen der defekten Abgasanlage. Okay? Und dann werden Sie auch aufgefordert, dass Sie das reparieren müssen und auch vorzeigen müssen, dass Sie das gemacht haben. Okay? Ja, die defekte Abgasanlage, okay, kann man passieren. Ich glaube, haben viele schon mal gehabt. Ne? Man kriegt vielleicht nicht direkt einen Termin in der Werkstatt. Aber Kind nicht anschnallen, das ist nicht in Ordnung. Ne? Weil er sein Kind nicht angeschnallt hat, drohen dem Mann 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Ja, an sich, sag ich mal, wissen wir natürlich vorher nie, ob es jetzt ein Poser ist. In dem Fall, sag ich mal, ist es ja jetzt erstmal uns nur aufgefallen aufgrund der Lautstärke. Und wir müssen natürlich dann... Der war weit weg vom Poser auch, das Auto. Feststellen, sag ich mal, ob diese Lautstärke des Fahrzeuges aufgrund eines technischen Mangels zustande kommt oder ob halt eine Veränderung der Abgasanlage vorliegt. Weil man natürlich schon dachte, eben am Anfang, dass da irgendwie ein startendes Flugzeug neben einem fährt, ne? Mit Anbruch der Nacht kommen erfahrungsgemäß mehr Autoposer in die Innenstadt. Das ist aber nicht Anbruch der Nacht. Das möchte ich ganz kurz einmal klarstellen. Okay, das googeln wir jetzt mal. Anbruch der Nacht. Zeit? Wann? Danke, Google, dass du mir da so helfen konntest. So. Gerade stark. Also nur für mein Verständnis, Anbruch der Nacht wäre für mich ab 0 Uhr. Beschleunigt. Beschleunigt wieder. 30, 40, 48, bremst wieder ab. Zulässige Höchstgeschwindigkeit gewesen, 30 km/h. Von hinten nähert sich ein Motorrad. Gerade hinter uns, gerade beschleunigt. Noch nicht, dass die beiden sich gerne noch ein Rennen liefern. 20. Durchdrehende Reifen. Ja, das mögen die Polizisten gar nicht. Das kann ich jetzt schon sagen, das knallt. Gerade stark beschleunigt. Oh Mann, ey! In Stralsund sind gleich mehrere Streifenbeamte im Einsatz. Das ist doch gemein, Mann. Boden liegend fixiert und Handfesseln dann gelegt. Ich glaube, wenn ihm mitgeknallt wird, dass er mitkommen soll, wird er ungehalten. Könnte ich mir vorstellen. Auch da an der Stelle nochmal, ich kann da immer nicht genug lobende Worte aussprechen. Auch danke an alle Rettungssanitäter und Sanitäterinnen, die da draußen jeden Tag für uns Menschen stressige Schichten, lange Schichten in Kauf nehmen, die für uns in wirklich schreckliche Situationen kommen und das am Ende mit nach Hause tragen. Also wirklich much love für alle Rettungssanitäter da draußen. Riesenrespekt meinerseits. Hartung und seine Kollegen bringen gleich zwei stark alkoholisierte und auf Krawall gebürstete Männer ins Klinikum zur Blutentnahme, um die Rettungskräfte vor Angriffen zu schützen. Übergriffe auf Ersthelfer und Polizisten sind in der Hansestadt ein zunehmendes Problem. Vier Einsätze waren es bisher für Tim Poddig, Hans Hartung und Polizeianwärterin Lina Trost. Also Alkohol und 2,58 Promille. Oh, ist aber einiges. Für die Stralsunder Beamten geht es in die Altstadt. Streife fahren. Hier ertappen sie auf frischer Tat einen Autofahrer, der etwas willkürlich seinen Wagen neben ihnen abgestellt hat. Ich dachte, meine nonverbale Konversation reicht. Verstehen Sie mich? Ja, Sie stehen im absoluten Park- und Halteverbot. Nee, Sie fahren zuerst, bitte. Doch. Machen Sie mal das Fenster runter. Okay, Gesprächsbedarf mit uns. Der Fahrer zeigt sich beratungsresistent. Personalausweis. Reagiert einfach nicht. Ich bekomme Ihren Personalausweis, Verkehrskontrolle. Führerschein, Zulassung, Personalausweis.
Ob aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit, sein eigenes Fehlverhalten sieht der Autofahrer so gar nicht ein und will einen Anwalt informieren. Hatte zu mir gesagt, sofort hier weg. Nee, habe ich nicht gesagt. Sofort habe ich nicht gesagt. Hätten Sie das Fenster runtergemacht, dann hätten Sie gerne auf. Wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, behindert da wirklich jemanden, indem er da gerade steht. Wenn ein Halteverbot ist, absolutes Halteverbot ist halt absolutes Halteverbot. Wenn man da parkt, muss man mit den Konsequenzen rechnen. Das Schlechteste, was du dann machen kannst, ist dir halt ein Abpalabern mit der Polizei. Also, da wärst du halt auch nicht klüger bei rauskommen, ne? Verstanden. Aber sie haben sich aber geweigert, das Fenster runterzumachen, hätte man sich ja nicht anschreien brauchen, ne? Ich wollte Sie darauf hinweisen, dass Sie im absoluten Park- und Halteverbot stehen und dass Sie bitte weiterfahren. Das ist Ihre Aufgabe als Polizist, hä? Ja, das ist meine Aufgabe als Polizist. Ja. Mein Name? Hartung. Der Mann sieht sich von den Ordnungshütern gegängelt. Polizeiobermeister. Wegen seiner südländischen Herkunft. Och Gottchen. Nur weil ich schwarze Haare habe, könnte Diskriminierung hoch drei werden. Und Ihre Haarfarbe ist davon vollkommen unerheblich. Sie sind betroffen an der Ordnungswidrigkeit, weil Sie im absoluten Park- und Halteverbot stehen. Na gut, mag sein. Und deshalb schreiben Hans Hartung und Tim Poddig auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Lächeln. Das können Sie gerne so empfinden. Dann bekommen Sie Ihre Dokumente wieder und ich wünsche Ihnen trotzdem noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder. Super. Ja. Tschüss. Alles andere als smart ist dann auch der Abgang. Einfach weiterfahren, hast du die Kopfschmerzen nicht. Unnötig. Für was macht man das? Anschließend hätte ich nochmal einen VUS auf dem Hinterhof, Frankendamm, zweimal PKW ohne Verletzung. Fragen damit danach. Ja, Empfang. Die Melodie mag ich sehr gerne. Rund eine halbe Million Menschen passieren jeden Tag den Hamburger Hauptbahnhof. Aber scheinbar kämpft sich ja jetzt so ein bisschen die Sonne durch. Das finde ich gut. Susi läuft heute mit Jakob Streife. Die beiden sind auch so süß, finde ich. Ich mag die voll gerne. Die machen ihren Job bis jetzt, das, was wir gesehen haben, sehr sympathisch, macht richtig Spaß. Seit einigen Wochen gilt hier ein Alkoholkonsumverbot. Aber bitte die Zigarette ausmachen, rauchen ist sie schon mal nicht. Und trinken ist auch schon mal verboten. Flasche auch hier mal hinstellen, ne? Zigarette auch einmal aus. So, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber hier ist ein absolutes Alkoholverbot für den gesamten Bereich des Hauptbahnhofs. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, damit haben Sie auch eine Ordnungswidrigkeit begangen. Wir müssen leider den restlichen Inhalt vernichten. Das ist natürlich Pfand drauf, ne? Gebe ich Ihnen gleich wieder. Ne? Sie dürfen sich auch gar nicht auf dem Gelände der Hochbahn aufhalten, sehe ich gerade. Zu einem Gebietsverbot. Das Gebietsverbot. Habe ich auch noch nie gehört. Wie kriegt man das denn? Ich auch nicht. Naja, dann haben Sie es jetzt für den Hinterkopf. Wenn Sie hier irgendwie angetroffen werden im Bereich des Hochbahngebiets, dann kann gegen Sie eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch geschrieben werden. Ne? Okay, machen Sie es gut, ne? Alles klar. Gut, tschüss. Ja, das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank. Es ist wirklich sehr gut ausgeschildert. Und wir hatten so eine Schonfrist anfangs. Da wurden die Leute nur darauf hingewiesen, um sie zu sensibilisieren. Und wer es dann noch weiterhin gemacht hat, der wird dann natürlich mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren bestraft. Hallo? Nur 5 Minuten später. Sie bluten an der Hand. Warum klopfen Sie denn dagegen? Brauchen Sie einen Rettungswagen? Nein. Aber es sieht nicht gut aus. Sie machen es nur noch schlimmer, wenn Sie daran klopfen. Versprochen, zum Arzt zu gehen? Ja? Alles klar. Die erfahrene Polizistin macht sich Sorgen. Alkoholisiert hast irgendwie im Suffkopf gegen eine Wand gehauen oder sowas, würde ich vermuten. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber ich habe Ihnen nur mal darauf hingewiesen, wenn sich das entzündet, da kann ja schon einiges passieren, eine Sepsis oder sonst was. Das Ding ist, solange diese Menschen keine Fremd- oder Eigengefährdung darstellen, können wir auch nicht helfen. Wir können halt nur Empfehlungen aussprechen. Ein Mann gibt den Beamten einen Tipp. Der Fahrkartenautomat sei manipuliert. Ja, pass auf, da sind Schlammchen drin. Ihr müsst einfach nur euch versteckt irgendwo hinstellen oder einen Zivilen hinstellen. Habt ihr. Die sollen wir uns denn verstecken mit dem Gelben? Das. Also vielleicht hinter den Parkschein. Ja. Der Parkplatz am Hauptbahnhof. Hier lösen täglich tausende Menschen ihre Tickets. Also ich muss es einfach mal sagen, ich bin ja auch schon jetzt mittlerweile ein bisschen älteres Eisen. Wer hätte es gedacht, man wird ja mit der Zeit auch älter. Der Hamburger Hauptbahnhof, ich erinnere mich, ich komme aus Buxtehude
Und Hamburg war immer für uns die Großstadt. Ein Highlight, mit der Familie dahin zu fahren, zu shoppen, weil in einer Großstadt natürlich immer bessere bzw. größere und Shops sind, also Modeläden und ähnliches. Das war immer ein Highlight als Kind. Und der Hamburger Hauptbahnhof war schon immer ein bisschen dreckiger und man hat immer mal einen Obdachlosen gesehen oder vielleicht auch mal jemand, der ein Alkoholproblem hat. Oder ähnliches. Aber in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, also sagen wir mal die letzten 10 Jahren, ist der Hauptbahnhof in Hamburg wirklich zu einem absoluten Schandfleck geworden. Ne? Nicht umsonst ist da jetzt auch ein Alkoholverbot und ähnliches. Ja, man sieht den Verfall der Menschen und man sieht auch, dass es den Leuten immer schlechter geht, dass die Mittelschicht immer mehr aussterbt und es immer mehr arme Menschen gibt. Und dass der Hauptbahnhof ist so ein Spiegel dessen, was auch insgesamt in Deutschland passiert, glaube ich. Ist ja nicht nur in Hamburg so, sondern wahrscheinlich auch deutschlandweit so. Hier drin, ne? Also jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also jetzt mich aufhalten am Hauptbahnhof finde ich richtig schrecklich. Da kommt der Schein raus. Hier, ne? Ja, da ist eins drin. Nur jetzt ist die Frage, wie hat er das da reingestopft? Aber wie kriegt man das da raus? Cool, schon das Geld klimpern. Ja, schon mal 20 Cent. Ja, mega. Lol. Also da kommt man gar nicht ran, ne? Also ich würde einmal bei der Schicht jetzt anrufen. Also da hat jemand was reingesteckt, um das Kleingeld abzufangen. Dass die das übernehmen. 10 Minuten später. Hier siehst du den Schwamm. Ja. Und der fängt das ganze Rückgeld ab, sprich das Münzgeld. Also der sitzt da echt fest drin, der ist da reingestopft. Vielleicht habt ihr irgendwie was... Also genau so einen genau. Haken. Und dann reinstechen in den Schwamm. Super. Für Susi Leute. Der erste Schwamm in rund 20 Jahren auf Streife. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Ja, muss man sich mal vorstellen, ne? Wofür die Leute mittlerweile auch, oder was ist mittlerweile, wo die Leute für bereit sind. Für ein paar Cent, in Anführungszeichen. Für ein paar Euro. Also schon Trick 17, so ist es nicht, aber... Miklas und Christian verfolgen gespannt, einen Mercedes, der immer wieder mit Vollgas anfährt. Ihre Sorge... Der Fahrer könnte sich ein Rennen mit einem Motorrad liefern, das hinter dem Zivilwagen fährt. Durchdrehende Reifen. Gerade stark beschleunigt. Bei dem Mercedes handelt es sich um ein Hybridfahrzeug. Erneut durchdrehende Reifen, stark beschleunigt. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt gleich sagen, dass sie ihm unterstellen, dass er ein Rennen gegen sich selber gefahren ist, weil das wäre facto nicht richtig. Oh, Kylo wird abgeholt. Ich bin sofort wieder da. Oh, Kylochen, Mami holt dich ab, ne? Oder holst du Mami ab? Kylo hat Anna abgeholt, auf ins Spantarino. Weiter geht's. Aufnahme wird gestoppt. Nee, lass uns mal laufen, nicht, dass er gleich abhaut. E-Autos sind bei Posern eher ungewöhnlich, sagen die erfahrenen Beamten. Ja, wollte ich auch sagen. Moin! Jetzt bin ich mal gespannt, auch ob sie ihm ein illegales Straßenrennen unterstellen und ob die Geschwindigkeitskontrolle auch zählt, nur mit einer GoPro, oder ob sie ihm jetzt einfach nur unterstellen, unnötig Lärm verursacht zu haben. Einmal die Polizei aus Hannover, eine anlassbezogene Verkehrskontrolle. Einmal den Führerschein, Fahrzeugschein. Ich weiß, das Fahrzeug ist leise, aber durch das Durchdrehen der Reifen, das haben wir zweimal gehört, weil sie jedes Mal schön raufgetreten haben, stellt das eine Lärmbelästigung dar. Ne? Ja. Eine weitere Sache noch. Ja. Haben Sie schon mal was von illegalen Kraftfahrzeugrennen gehört? Nein. Nein. Das ist, man kann es sich vom Wortlaut her kaum vorstellen, man kann das auch alleine machen. Und zwar geht es darum, die maximale Geschwindigkeit unter gegebenen Voraussetzungen zu erzielen. Ja, was ja nicht der Fall ist. Das hast du jetzt gemacht, oder? Es gibt Gerichtsurteile dazu, dass auch Beschleunigungsrennen, zu testen, wie viel Beschleunigungspotenzial das Fahrzeug hat, dazu zählt. Nur für die Zukunft, passen Sie auf, da kommt man schnell rein. Gerade mit der Fahrweise. Ein Verkehrsteilnehmer rechnet immer damit, dass ein Verkehrs... Okay, das war ja korrekt gesagt, aber normalerweise heißt es, um sein Fahrzeug auf die Maximalgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und das muss die Voraussetzung, die Gegebenheiten müssen gegeben sein, so kenne ich es zumindest, vielleicht liegt darauf falsch, die Gegebenheiten müssten so sein, dass er die Möglichkeit hat, sein Fahrzeug maximal auch zu beschleunigen. Ne? Aber wir wissen ja alle auch damals noch von Fritz Meinecke und von anderen Leuten und, dass da die Gesetze immer ganz komisch ausgelegt werden. Ne? Erst einmal halt hier mit der zulässigen Geschwindigkeit fährt. Und gerade wenn halt ein anderer Fahrzeugführer beispielsweise gerade hier an der Stelle einen Fahrstreifenwechsel machen will, weil es eine große Kreuzung ist und er schätzt die Geschwindigkeit falsch ein, weil auf einmal einer statt mit 50, mit 80 kommt, ist natürlich auch das Unfallrisiko deutlich höher. Aber das wirklich jetzt. Der Fahrer sieht sich nicht als Poser. So ehrlich, das finde ich jetzt gerade wirklich für mich richtig blöd. Wenn Sie sagen, das ist meine Lärmbelästigung, dann weiß ich nächstes Mal. Für mich ist aber die Lärmbelästigung, wenn ich einen fetten Verbrauch habe und die ganze Lärm mache, das blecht dann die mich auch.
Aber ich kann das verstehen. Natürlich ist die in dem Moment wirklich auch relativ kurz gewesen. Ja. Sie können aber kurz Platz. Ich muss da leider auch sagen, dass ich könnte mich dafür kritisieren, ich finde es auch überbewertet, was da gerade passiert. Davon jetzt abgesehen, fährt ein Elektrofahrzeug und ja, die Reifen jaulen vielleicht zweimal kurz auf, aber es ist nicht bei Nachteinbruch, das ist vielleicht 20, 21 Uhr in der Woche oder am Wochenende. Ob das jetzt wirklich eine Lärmbelästigung ist, das weiß ich nicht. Also ich sehe es nicht, würde es nicht als Lärmbelästigung sehen, aber ich bin ja auch nicht der Arm des Gesetzes. Ich bespreche nochmal mit meinem Kollegen, ne, dann gehen wir noch mal, gucken wir nochmal rein. Der Wagen sei geliehen, sagt der Fahrer. Hm. Wenn man ein schönes Auto hat, da hat man manchmal auch den Drang, mal drauf zu drücken. Aber auch bis zu einer bestimmten Grenze, wo man auch weiß, ich darf jetzt zum Beispiel nicht schneller 30 fahren, dann macht man das auch nicht. Aber das ist einmal dieser Kick. Man hat nicht jeden Tag so ein Auto. Dass das die Menschen stört, dass die Reifen mal für eine Sekunde mal ein Geräusch machen. Bei einer Vollbremsung macht das auch Geräusche. Sie kommen jetzt mit dem blauen Auge davon? Nächstes Mal nicht. Fahren jetzt aber vernünftig weiter. Ja, klar. Wenn wir sie heute Abend noch mal antreffen sollten, ne, dann gibt es am Ende einen Platzverweis und dann war es das mit Spaß haben. Ne? Hybridautos mit durchdrehenden Reifen. Eine Grauzone. Miklas belässt es bei einer Verwarnung. Die Intensität des Verstoßes ist natürlich bei diesem kurzen Reifendurchdrehen zu Beginn der Beschleunigung etwas anderes, wie wenn jemand voll in diesem Tunnel beschleunigt und dadurch enormen Lärm und Fehlzündung provoziert. Also da muss ich wirklich sagen, es gibt für mich nichts Schöneres, als mit meinem V8 oder mit meinem Lambo in einem Tunnel zu fahren und die Fehlzündung zu machen. Also ich glaube, jeder, der ein Herz für Autos hat, wird das irgendwo auch in einer gewissen Art und Weise fühlen. Ne? Ob es jetzt okay ist, sei mal dahingestellt, aber Tunnel und V8, ich bin dabei. Also ich finde, auf jeden Fall kann man darüber diskutieren. Auch fürs schnelle Fahren auf kurzer Strecke erteilen die Beamten nur eine Verwarnung. Ja, ich würde sagen, das skippen wir jetzt mal diesen Fake-Einsatz muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Das finde ich ein bisschen öde, um ehrlich zu sein. Da die Minuten skippen wir mal ein bisschen. So. Im vergangenen Jahr haben die Stralsunder Polizisten 5.600 Straftaten bearbeitet. Das ist einiges. 600 mehr als im Vorjahr. Mhm. Darunter Sachbeschädigungen, Eigentums- und Diebstahlsdelikte, Körperverletzungen. Wenn was ist, dann klopfen Sie, ja? Klingeln Sie hier mal. Die Polizisten Tim Poddig und Hans Hartung kontrollieren gerade den Zustand eines Mannes in der Gewahrsamszelle. Drei Einsätze waren es bisher für die beiden und Polizeianwärter. Ja, die Dinger sind echt scheiße. Ich war ein einziges Mal wegen Graffiti, musste ich da einmal rein. Das ist auch schon Ewigkeiten her, oder nicht, weil ich zu besoffen war. Das macht echt keinen Spaß, aber ich war auch nur kurz da drin, also jetzt nicht schwer kriminell oder sonstiges. Darin Lina Trost. Dann kannst du im Nachhinein das immer so schön protokollieren, wo hast du es gefunden, ne? Wer hat es gefunden, wann. Und so besser ist es nachher auch bei der Abarbeitung der Strafanzeige. Zeit für die Schreibarbeit bleibt den dreien aber nicht. Sie bekommen einen Auftrag. Ein Stralsunder soll am Nachmittag im 40 Kilometer entfernten Greifswald eine Prostituierte ausgeraubt haben. Unser Kriminaldauerdienst ist mit dem Zivilwagen im Stadtgebiet rumgefahren und konnte jetzt das Fahrzeug an der Wohnanschrift oder an einer ehemaligen Wohnanschrift antreffen. Wir fahren jetzt da zur Unterstützung hin und gucken, ob wir den Tatverdächtigen ausfindig machen können und vorläufig festnehmen können. Der Tatverdächtige soll sich laut Zuhälter über WhatsApp mit der Prostituierten verabredet, sie angegriffen und 1.200 Euro geraubt haben. Ein Kondom und auch Blessuren des Opfers sollen das belegen. Die Kolleginnen der Kripo empfangen sie schon vor Ort. Was wir wollen, also er ist vorläufig festgenommen und wir wollen Bekleidung, einmal schwarzen Jogginganzug, weiße Schuhe und wenn er hat, 1.200 Euro, am besten in Stückelung 100, 50er und 20er. Ja, eine Prostituierte zu überfallen ist echt erbärmlich. Also insgesamt Menschen zu überfallen, aber das ist... Zu Recht kriegt er da jetzt Ärger, ne? Die Beamten wissen nicht, wie der Mann gleich auf die Festnahme reagieren wird. Wenn er da ist. Guten Tag, ist die Polizei. Guten Tag. Wir suchen... Ist er zu Hause? Wir wollen einmal gucken, ob er da ist oder nicht da ist. Ja, ist das okay? Super. Worum geht's denn überhaupt? Ja, würden wir ihn drinnen vielleicht kurz erzählen? Könnt
diese Sache äußern, müssen Sie aber nicht. Der junge Mann ist völlig verdutzt, als die Beamten plötzlich vor ihm stehen. Hände an die Tür. Ich frage Sie jetzt noch einmal, haben Sie irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände? Bleiben Sie stehen. Wir sagen Ihnen, wenn wir fertig sind. Der Stralsunder räumt ein, bei der Prostituierten in Greifswald gewesen zu sein. Zum Geschlechtsverkehr sei es aber nicht gekommen, erklärt er und streitet die Tat ab. Alles, was der Mann jetzt sagt, protokollieren die Beamten, stellen seine Kleidung und 2600 Euro Bargeld sicher. Ungewöhnlich. Ahnisse, sagt der Beschuldigte. Zur weiteren Vernehmung geht's aufs Revier. Da ist sogar ein Waschbecken. Ein freiwilliger Drogenschnelltest weist bei ihm THC und Kokain nach. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt steht nach anderthalb Stunden fest, der Tatverdächtige muss nicht in Untersuchungshaft und wird freigelassen. Es liegen keine konkreten Haftgründe wie Flucht und Verdunklungsgefahr vor. Es ist tatsächlich so. Und was vorhin in der Maßnahme auch des Öfteren gesagt wird, wir sind die Maßnahmen durchsetzen müssen und nicht die Maßnahmen entscheiden. Abhauen wir nicht. Er hat einen festen Wohnsitz hier in Stralsund. Er geht einer Arbeit nach. Von daher. Ja, wird ja keinen Sinn machen. Muss man mal sehen. Wie gesagt, das obliegt nicht uns, das zu beurteilen. Die Zeitänderung, das ist nicht gut. Ob der Beschuldigte die Tat begangen hat, muss nun ermittelt werden und ein Gericht später darüber entscheiden. Für die Beamten vom Stralsunder Polizei. Ja, die Polizei macht halt nur ihren Job, ne? Die entscheiden ja. Die sind ja nicht Kläger oder Richter, sondern die sind halt der Arm der Justiz. Und wenn es heißt, ey, geht da mal hin, dann gehen sie da halt hin, ne? Polizeihauptrevier war das der letzte Einsatz für heute. Ja, Matschlauf an NDR Doku, geile Doku. Erster Link in der Beschreibung. Lasst gern Liebe da, ein Abo da. Die laden noch ganz andere geile Sachen hoch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und bleibt gesund und munter. Küsschen aufs Nüsschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.